Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, viele Unternehmen klagen über den Fachkräftemangel und oft müssen es die Mitarbeiter ausbaden, wenn immer mehr Arbeit von weniger ausgeübt werden muss. Umso schlimmer ist es dann, wenn wieder ein Kollege geht. Sie kennen vielleicht das geflügelte Wort, die Mitarbeiter kommen wegen des Unternehmens und gehen wegen der Führungskräfte. Was dran ist, das verrät mein heutiger Gast. Andreas Buhr ist Unternehmer, Redner und Autor. Seit 2006 hat er mehr als 30 Bücher, Hörbücher und Anthologien veröffentlicht. Er gehört als vielfach ausgezeichneter Vortragsredner zu den wenigen internationalen Certified Speaking Professionals und wurde in die Hall of Fame der German Speaking Association aufgenommen. Sein Appell: Führung geht heute anders. Und damit begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio Andreas Buhr, den vielfachen Buchautoren und Keynote-Speaker. Freut mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Andreas. Danke für die Einladung, Rolf. Lieber Andreas, du hast ja meine Eingangsmoderation gehört. Ja? Deshalb bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, habe gedacht, wir müssen unbedingt mal miteinander sprechen. Du hast ein neues Buch geschrieben, Führungsprinzipien, Führung geht heute anders. Warum muss Führung heute anders gehen? Streng genommen gibt es, wenn wir uns mit dem Kern vom Kern beschäftigen, zwei Dinge, die ich zu Beginn direkt sagen will. Erstens, ich glaube, dass in den allermeisten Jobprofilen heute die Arbeit am Menschen ist. Während früher Menschen zur Arbeit gegangen sind, ist in 3 von 4 Fällen heute die Arbeit dort, wo, Achtung, das Smartphone ist. Und in dem Moment, wo ich von da aus, zum Beispiel heute in Ravensburg, arbeiten kann, wo ich bin, übrigens auch im Privat-Kontext bin und wo ich zu jedem Zeitpunkt mit jedem Menschen auf der Welt direkt Kontakt aufnehmen kann, an jede Information kommen kann, ist Führung anders zu organisieren. Wir haben es heute zu tun mit Homeoffice, wir haben Remote Work, wir haben diese ganzen Führen auf Distanz-Thematiken und die machen Führung, wie ich finde, anders herausfordernd. Während Menschen früher so, sagen wir mal, gerade im Mittelstand rumgelaufen sind und haben gesagt, wir machen mal Management by walking around und gucken mal den Menschen über die Schulter, wer hier fleißig ist, dann sagen die, heute ist da keiner mehr. Walking around funktioniert also nicht. Das ist der eine Punkt. Dann der andere Punkt. Ich glaube, dass wir heute ja, ich sage, eine hybride Welt haben. Wir müssen heute es hinkriegen, dass Präsenz und Online in irgendeiner Form zusammengeht. Wir erleben Kunden, die informierter sind als früher. Wir erleben Mitarbeiter, die informierter sind als früher. Manche haben die Dinge schon sozusagen zur Klarheit gedacht, während früher der Engpass die Nachricht war, ist das eben heute so, dass dadurch, dass es kaum noch Geheimwissen gibt, die Mitarbeiter häufiger schlauer sind als die Chefs. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt hinzu, Demografiefaktor. Menschen, die heute älter sind als 45, sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in 15 bis 20 Jahren nicht mehr berufstätig. Und das bedeutet, viele Ältere, ich gehöre übrigens auch dazu, bei dir bin ich mir unsicher, muss ich sagen. Also viele Ältere. Ich gehe auf die 50 zu. Herzlichen Dank. Viele Ältere werden gehen und wenige Junge kommen nach. Und das bedeutet, dass die wenigen Jungen sich bewerben auf viele freie Stellen und dass damit automatisch was kaputt ist, nämlich der Preis. Es sind Anforderungen da. Es sind, sagen wir mal, Selbstverständlichkeiten, die abgeleitet werden von der Tatsache, dass Menschen jung sind und in die Berufe hineinströmen. Und das macht es im Recruiting, im Onboarding und in der Führung auf der Unternehmensseite extrem herausfordernd. Ich höre von vielen Unternehmern, es ist natürlich unfassbar schwierig geworden, erstmal Personal zu rekrutieren aus bekannten Gründen. Aber was ich eben auch höre, dass die Bereitschaft des Personals zu bleiben auch nachgelassen hat. Du hast sehr viel mehr Fluktuation bisweilen auch in den Unternehmen. Und das ist natürlich noch härter. Also sprich, ein Mitarbeiter, der eigentlich schon eingearbeitet ist, der ja eigentlich schon da ist, der dann das Unternehmen verlässt. Was sind Motivationen dafür? Es geht ja nicht nur ums Geld. Ja, die Motivation ist ganz einfach die, dass die junge Generation sich das einfach erlauben kann. Während die Älteren gesagt haben, ich habe einen Job, und den mache ich, bis ich irgendwann in Rente gehe. Getreu dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? Erst die Arbeit, dann die Pension. Haben wir die junge Generation der, sagen wir mal, nach 1980 geborenen Generation Y und die ganz jungen heute Generation Z oder Alpha, die ganz neuen, die jetzt dann nachkommen demnächst, die haben keine Arbeitnehmermentalität mehr. Die haben eine Projektleitermentalität und sie wissen von vornherein, wenn ich heute hier einsteige, bei dir oder bei mir im mittelständischen Unternehmen einsteige, dann haben die so eine Verbleib,
Dauer von vielleicht 3 bis maximal 5 Jahren. Das heißt, das ist nicht gelöst, das Thema Recruiting und Onboarding bleibt ein dauerhaftes Thema. Besteht denn überhaupt eine Möglichkeit, dass eine Führungskraft in der Lage ist, solche Mitarbeiter zu halten, zum Beispiel eben durch gute Führung? Ja, es wäre wünschenswert. Ne? Das wäre wünschenswert. Nur ist es häufig so, dass es für Führung ja kein so richtiges Trainingslager gibt. Ja, stell dir mal vor, du gründest ein Unternehmen und plötzlich hast du Erfolg. Du hast 1 Million Umsatz oder 2. Und das ist an sich cool. Ja, ist ja cool. Also es hat auf einmal ist da mehr Arbeit, als du alleine schaffen kannst. Und dann fängt das Thema Recruiting an. Das heißt, du musst dir überlegen, wen finde ich jetzt? Habe ich jemanden, der hier das Telefon machen kann, der die Post macht, der irgendwie mein Büro organisiert? Und dann findest du Fachkräfte, die irgendwie in einer Disziplin super sind, mit einer angehängten Führungsaufgabe. Da sind plötzlich Leute, die Fragen haben. Und irgendwie hat das scheint Führung zu sein, was mit Führung zu tun. Das nenne ich dann so ein iteratives Voranirren. Und es gibt Autodidakten, die machen das super. Und es gibt eben viele, die tappen total im Dunkeln. Das sind Unternehmen, wenn du dir überlegst, wir haben heute 82% der Unternehmen in Deutschland, die einen Außenumsatz machen, der kleiner ist als 1 Million. 82%, kleiner 1 Million. Das bedeutet, wir haben, wenn wir über Führung reden, maximal irgendwo zwischen 1, ist der Unternehmer selber, und vielleicht 10 bis 12 Mitarbeiter, je nach Marge. Das ist also mehr oder weniger ein halbes Fußballteam, das da geführt werden, in Anführungsstrichen, will und muss, was organisiert werden will und muss. Und dafür gibt es keine Vorbereitung so richtig. Das passiert irgendwie autodidaktisch. Und manche tun sich damit leichter und wieder andere, die haben es eben schwerer. Andreas, was ich immer höre, auch von besagten Unternehmen, die du gerade aufgeführt hast, naja, was soll ich denn machen? Es ist halt so viel Arbeit da und die Fachkraft von mir wird einfach auch erfordert, ja, weil einfach so viel zu tun ist. Ja. Das heißt, ich bin da eben auf einem Niveau im Zweifelsfall mit meinen Kollegen und eben jetzt nicht die Führungskraft, die sich eben die Zeit, die Ressourcen und so weiter herausnehmen kann, um mich um die Leute zu kümmern. Was sagst du zu denen? Ja, tragisch. Aber du hast wirklich Mitleid, also wenn ich die so höre. Ja, nee, es gibt ja Lösungen. Also ich meine, es gibt ein Buch, es gibt ein Training, es gibt natürlich immer Spaß beiseite. Das ist ja genau die Begründung auch, weshalb es uns als Akademie gibt. Weil wir haben für diese Personen eine Antwort auf die Fragen. Wenn du dir heute überlegst, was muss ich eigentlich können, wenn ich ein Unternehmen aufbauen will oder eine Mannschaft führen will? Was ist so... Ich habe das auch mit meinen Kindern besprochen. Meine Mannschaft ist so, sagen wir mal, die kommen von der Uni zu uns Mitte, Ende 20. Was müssen die können, um heute erfolgreich zu sein? Da sage ich, streng genommen sind es 3 Dinge. Erstens, ich muss in der Lage sein, meine Lebensführung in den Griff zu kriegen. Ja. Meine private Lebensführung. Ja, wenn du sich selbst nicht... Ach, spannend, also reden wir nicht über den Beruf. Es geht, finde ich, schon bei uns selber los. Denn wenn du dich selbst führen kannst, dann kannst du auch ein Team führen. Das heißt nicht, du kannst es zwangsläufig, aber du kannst es können. Wenn du es selber kannst, für dich selber kannst, also hast du eine Idee, wie auch Teamführung oder wie Mitarbeiterführung gehen kann. Und da gehört eben zum Beispiel auch sowas, ich sag mal ganz Profanes dazu, wenn wir heute 25, 6, 27-jährige Studenten haben, die haben schon lange studiert, die dann zu uns kommen und die Outlook nicht beherrschen oder PowerPoint nicht können oder kein Excel können. Die auch keine fehlerfreie, ich sag das mal, eine eigenwillige Grammatik haben, wenn es um Schriftform geht. Das ist aber nett ausgedrückt, ja. Ich will das ja auch gar nicht bewerten. Ich stelle fest, so ist das. Dann wäre es gut, wenn es dafür eine Vorbereitung gäbe. Also fangen wir nochmal an mit der Selbstführung. Wie bin ich selbst unterwegs? Welche Prioritäten setze ich mir? Was ist so wichtig in meinem Leben? Was bedeutet Erfolg für mich? Ist da wichtig, dass ich beruflichen Erfolg gleich, sagen wir mal, Anerkennung, Aufstieg, vielleicht auch Einfluss habe, Positionen erreiche und Geld verdiene? Oder was ist mir wirklich wichtig? Also fangen wir mit dem Führungsthema an. Dann im zweiten, glaube ich, ist es wichtig, dass ich mich auch präsentieren kann. Also stell dir vor, du kannst was und kommst in ein Einstellungsgespräch und musst jetzt, ja, jeder versucht sich ja so gut zu zeigen, so gut er kann. Kann ich mich jetzt präsentieren? Kann ich auch ein Produkt präsentieren, eine Dienstleistung präsentieren? Habe ich so einen Sales-Touch? Ich glaube, das brauche ich schon. Ist Verkauf, würdest du sagen? Ja, in gewisser Weise. Ich sage mal, Produkte und Dienstleistungen braucht jemanden, der das zumindest
der den Kauf verhindert, nennen wir es mal so. Also aber jetzt pass mal auf, jetzt kann man ja sagen, ja, aber ich arbeite jetzt im Finanz- und Rechnungswesen, ja, ich habe ja keine Kunden, warum soll ich mich denen jetzt verkaufen? Nicht jeder ist ja immer so an der Front, was sagst du dem? Denen sage ich zum Beispiel, die könnten in den Rechnungen auch einen Flyer mit in die Rechnung tun oder sie könnten vielleicht eine Cross-Sell, Down-Sell-Frage stellen. Wenn es um Finanzbuchhaltung geht, ist das ja auch eine Dienstleistung am Unternehmen. Und den muss ich vielleicht beim Geschäftsführer ganz verkaufen klar. Und sagen, wenn es mich nicht gäbe, würdest du hier Geld verbrennen. Hm. Weil wir haben Check and Balance, wir haben vielleicht, sagen wir mal, ein entsprechendes Auftragsvergabeverfahren. Und da bin ich in der Beauftragung, in der Finanzbuchhaltung auch Geld zu sparen. Hm. Also nicht einfach unnötig Geld zu verbrennen. Das ist ja auch eine Form, das einfach zu tun ist. Das eine, vielleicht das mal zu erklären, ist das andere. Das wäre auch schon Präsentation. Absolut. Kein Verkauf, sondern einfach nur darstellen, was es ist, was ich tue. Nachvollziehbar. Und dann der dritte Punkt, der hängt so ein bisschen zusammen mit dem ganzen, sagen wir mal, hybriden Arbeiten. Wenn ich mir heute überlege, dass es manche Reisen ja nicht mehr braucht, dass wir also, jetzt bin ich heute gerne nach Ravensburg gekommen, aber wenn wir vielleicht das nächste Mal uns unterhalten, wird es ein Teams-Call oder ein Zoom-Call sein. Und das erlebe ich in den Unternehmen eben auch. Also Umgang mit Technik. Wie stelle ich meine Kamera auf? Welches Mikrofon wähle ich? Beleuchtung, ja, wir empfehlen, dass also unter einer Tastatur bitteschön ein Gold- oder ein Silberfisch liegt. Ein Silberfisch wäre eine Alufolie, die ich um einen DIN A4-Block wickel und meine Tastatur da drauf stelle, weil das Licht, was von oben kommt, dann sozusagen reflektiert. Wir Brillenträger können kein Licht von vorne gut vertragen, weil das sofort gespiegeltes Glas bedeutet. Für alle diejenigen, wir sehen das ja selber nicht, die uns dann sehen. Aufgeklappte Rechner, wo Menschen von oben in die Kamera gucken, führt ja immer dazu, dass ich sage, wenn du also zu Hause Gäste einlädst, stellst du dich auch nicht auf dem Stuhl und sagst herzlich willkommen. Also wie gehe ich um mit der Technik, um es Ihnen kurz zu sagen. Und wie komme ich rüber? Wie komme ich rüber? Was muss ich machen, um wirken zu können? Übrigens online, wie genauso auch in Präsenz auch. In einer solchen kleinen Runde wie hier. Oder sind es große, sind es kleine Bühnen? Das bedeutet, diese drei Disziplinen, Führung, Sales Touch und Präsentation sind Themen, mit denen wir uns bei uns beschäftigen, weil wir glauben, dass wenn ich an diesen Soft Skills arbeite, mir auch das Onboarding von neuen Mitarbeitern besser gelingt, insgesamt die Führung besser gelingt. Wenn ich in der Kommunikation erfolgreich bin, habe ich möglicherweise auch weniger Fluktuation. Ja, da sieht man ja bisweilen seltsame Unarten, ja, dass die Beleuchtung nicht richtig ist und so weiter und so fort. Ich habe sogar das Gefühl, dass in einigen Unternehmen es eigentlich eher ungewöhnlich ist, dass du noch persönliche Termine machst, also gerade so auch im Sales-Bereich. Da passiert unfassbar viel virtuell, wird schon fast als Belastung angesehen, wenn ich jetzt einen Konferenzraum herrichten muss und die berühmten Kekschen und Käffchen und so weiter. Das wird so bleiben, nehme ich mal an. Ja, manche Reise wird wegfallen. Ich sag's mal, im Sales wird es so sein, dass wir zumindest bei Bestandskunden, bei Lieferanten, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, so manches Gespräch eben nicht mehr persönlich mache. Und da muss ich sagen, das finde ich auch gut. Das ist effizient und das ist damit gleichzeitig effektiv. Und warum soll ich jetzt unbedingt nach München fliegen für ein Gespräch? Das geht vielleicht auch online. Im Neubereich, wir lernen uns kennen, werden wir früher oder später das persönliche Gespräch brauchen, weil Menschen den Menschen brauchen. Das ist ja die Frage, die mir auch in letzter Zeit oft gestellt wird, Stichwort generative KI, wie wird das eigentlich sein, werden Jobs wegfallen? Sage ich, ja, wahrscheinlich wird es Jobs geben, die es demnächst sozusagen automatisiert durch Bots gemacht. Okay. Wir als gemacht erleben, dafür werden andere Jobs entstehen und Menschen, die KI nutzen, werden Menschen ersetzen, die KI nicht nutzen. Also die Frage ist, wie gehe ich mit der Technologie um, wie wachse ich da rein, wie modern stelle ich mich auf? Übrigens auch für die junge Generation ein wichtiges Thema, dass wir also vielleicht nicht mehr unbedingt nur mit Fax arbeiten. Ich würde es mal so sagen, die Technologie, ja, auch das gibt es noch an der einen oder anderen Stelle in dieser Bundesrepublik. Ja, nichts dagegen. Ja. Naja, naja, aber ich glaube, gerade in einer Zeit, wo du viel Transformation hast, das ist wieder das T-Wort, ja, wo du viel technologischen Wandel hast, kann es durchaus sinnvoll sein, dass du so etwas wie ein Leuchtturm hast. Ja? Ja. Du nennst es Prinzipien, andere nennen es vielleicht auch Werte. Wir werden gleich im zweiten Teil des Gesprächs mal ganz konkret eintauchen in deine Prinzipien, die du mitgebracht hast. Liebe Zuschauer, seien Sie gespannt. Gleich geht's weiter hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Andreas Buhr, vielfacher Buchautor, Keynote-Speaker. Wir sprechen über das Thema Führung. Und ich würde es mal so sagen, ohne Führung ist alles nix sozusagen.
Es kommt auf gute Führung an. Ich hatte kürzlich mal von einer Studie gelesen, in welcher einerseits Mitarbeiter gesagt haben, dass sie Angst haben, wenn sie zur Arbeit gehen. Aber jetzt kommt das Krasse, die Führungskräfte ebenso. Auch dort stellen wir fest, dass in den Unternehmen Führungskräfte Angst haben. Da haben die Mitarbeiter eine ganz andere Sichtweise. Was ist da los? Kannst du das bestätigen? Zunächst mal habe ich mich von dem Begriff gute Führung verabschiedet. Sondern es geht um Wirksamkeit, es geht um Ergebnisse am Ende. Es geht um Initiative, es geht darum, nach vorne zu gehen und Initiative zu ergreifen. Und auch Fehler damit zu machen. Und damit auch die Risiken einzugehen, dass Dinge, die ich entscheide, sich als schlechte, im Sinne von nicht wirksame oder im Sinne von nicht hilfreiche Entscheidungen herausstellen. Und da sind wir bei der Antwort auf die Frage. Also, wenn Stapelkrisenzeit ist, so nenne ich es mal, Corona-Krise, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Heizkostendiskussion, wir haben Inflation, wir haben Lieferketten-Themen, wir haben die Klimadiskussion, es sind Stapelkrisenzeiten. Und wenn du diese Stapelkrisen mal in die Menschen hineindenkst, dann ist die Anforderung für die meisten zu hoch. Da ist so viel Unsicherheit drin, so viel VUCA drin, also im Sinne von Unsicherheit und Ambiguität und Uneindeutigkeit, Mehrdeutigkeit, dass wenn Menschen mit sehr viel Unsicherheit unterwegs sind, sie in so ein Stuck-State kommen. Und das bedeutet, bevor ich jetzt Fehler mache, mache ich gar nichts mehr. Und diese Ängstlichkeit, dieses Nicht-Initiativ-Sein, dieses Angst auch vor schlechten Entscheidungen oder vor unwirksamen Entscheidungen, das erlebe ich in den Konzernen auch. Und jetzt muss man sich überlegen, wie sind denn die Interessen? Die Interessen sind häufig so, es geht um Verträge, es geht um Geld. Und die Frage ist, wenn ich einen Dreijahresvertrag habe und der noch ein Jahr läuft und ich will eine Verlängerung haben, dann will ich ja, wenn ich verlängert werden will, was meinen Vertrag angeht, nicht jetzt Entscheidungen treffen, die mich in 2 Jahren einholen. Also, vermeintlich in der Politik ähnlich. Ja, da haben wir im Prinzip, und ich sehe, dass der Zug in Deutschland ja abfährt. Wir sind in der Digitalisierung hinten, wir sind im Wirtschaftswachstum hinten, wir sind... Ich sag, es kommt mir so ein bisschen so vor wie eine Krankheit ohne Schmerzen. Das geht ja immer noch irgendwie und es scheint uns ja gut zu gehen. Nur wenn wir links und rechts gucken, auch in Europa mal gucken, sind wir in einigen Disziplinen längst zurückgefallen oder abgeschlagen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Initiative da ist, dass Risiko da ist, dass wir bereit sind, auch zu stehen für eine Entscheidung, selbst wenn sie sich im Sinne von Zielsetzung als unwirksam herausgestellt hat. Lass uns mal tiefer auch in diese Prinzipien hineinschauen, die du aufgeführt hast. 12 sind es an der Zahl. Alle können wir jetzt nicht in der Sendung thematisieren. Aber nochmal zu dem Thema Angst. Und vielleicht können wir dann einen Brückenschlag machen zu einem der Prinzipien. Angst hast du ja vermeintlich dann, wenn du eine Vorstellung von dem hast, was am Ende rauskommen soll und du nicht siehst, dass du das jemals hinkriegst. Ja? Also ist das auch ein Thema? Unser Perfektionismus-Anspruch? Das ist ja so irgendwie so gefühlt typisch deutsch. Ja, es ist der Perfektionismus typisch deutsch und es ist das Bedenkenträgertum auch typisch deutsch. Ja, also im Sinne von, das wird so nicht funktionieren und wir hadern schon am Start, wir wissen nicht, was da rauskommen soll und so weiter. Und dann wollen wir gerne das tun, was wir schon immer getan haben. Wenn die Menschen die Wahl haben, zu entscheiden zwischen dem Neuen, sagen wir dem neuen Glück und dem unbekannten Unglück, ja, dann bin ich vielleicht, oder dem unbekannten Glück, wollte ich sagen, und dem bekannten Unglück, dann bin ich bereit, das bekannte Unglück zu nehmen, weil ich ja nicht weiß, ob das Neue nicht vielleicht noch schlechter ist. Jetzt will ich aber eins mal sagen, wer tut, was er immer tut, hat auch, was er immer hat, und wer das, was er hat, nicht mehr haben will, irgendwie, der muss was verändern. Heißt, ich muss entscheiden. Ja? Und wenn ich jetzt hier aufstehe und rausgehe, dann laufe ich ein Risiko, dass irgendwas passiert. Nur wenn ich mich entscheide, mich nicht zu entscheiden, habe ich mich entschieden, mich nicht zu entscheiden. Auch das ist eine Entscheidung. Das heißt, ich muss überlegen, wenn ich verbessern will, muss ich bereit sein zu verändern. Und um zu verändern, brauche ich Entscheidungen. Und ich gehe, jetzt bin ich beim Mut, mit Mut und Initiative Risiken ein, dass das Ergebnis dieser Entscheidung erstmal schlechter ist. Ich gehe sogar weiter und sage als Trainer heute, wer immer mit rechts geschrieben hat und sich jetzt entscheidet, mit links zu schreiben, der wird erstmal an Schwierigkeiten kommen. Das heißt, ich muss bereit sein, eine Verschlechterung des Zustandes hinzunehmen, bevor am Ende, ja, und das ist dann Training und Begleitung und Coaching vielleicht, bevor am Ende die Sonne wieder strahlt. Und
alles, was mit perfektem Ergebnis verfolgt, also sagen wir Ergebniserwartung verfolgt wird, erleidet häufig ja, so ein Stuck-State, wie eben schon gesagt. Alles Perfekte wird auch bezweifelt. Perfektion schafft Aggression. Ich sag mal, es wäre schöner, wenn wir uns von 100% Ergebnis verabschieden. Ich klammere jetzt mal Piloten und Ärzte aus, bevor wir auf das Beispiel kommen. Ja, gibt natürlich Berufe, da an der Stelle ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich, wenn es um Führung geht, wie wäre es mit 80%, 85% Ergebnis? Wenn wir dann wissen, dass wir sowieso 100% nie erreichen, was können wir dann tun? Wir stehen auf, wir entscheiden und wir scheitern beherzt. Na? Nur wir haben auf jeden Fall uns bewegt, haben den Zustand verändert und haben damit auch die Chancen erhöht, dass Dinge besser werden, weil ich was anders machen muss, um es eben besser zu haben. Heißt aber auch, dass ich ja, um diesen Zustand aushalten zu können, ja, erstmal was mit mir machen muss. Ja. Das Thema, habe ich auch in deinem Buch gesehen, das Thema Selbstentwicklung ist ja ein ganz entscheidendes Führungsprinzip. Ich hatte kürzlich mal in einem Vortrag von Frank Schielen, hatte ich gesehen, dass ja, viele Führungskräfte so mit ihren Mitarbeitern rumfriemeln und die in irgendwelche Seminare und so weiter reinstecken. Aber wenn du mal in der Tabelle siehst, was sie zuletzt bei sich selbst gemacht haben, dann stehen dir jetzt nicht, aber sonst die Haare zu Berge, ja? Früher. Nee, das ist ja irre. Also nix, die lesen keine Bücher, die gehen in keine Seminare und so weiter. Was ist da los? Also wird ja nicht arrogant sein, oder doch? Na, sagen wir so, wenn Menschen in der Geschäftsführung sind oder Vorstände bei Konzernen sind, dann haben die häufig, sind angekommen. Und dann gehe ich ja jetzt nicht mehr zu so einem Training. Ne? Ich polarisiere jetzt bewusst stark im Sinne von, Andreas, kannst du dich mal darum kümmern, dass wir mit den Bereichsleitern, mit den Verkäufern Dinge machen? Guck mal, dass die da irgendwie, dass die anders denken und irgendwie uns weiterbringen. Wenn du mit denen selber redest, sind die nicht bereit, weil die auch ein Ego-Problem häufig haben. Die sagen, ja, dann wird ja plötzlich festgestellt, ich habe ja vielleicht noch zwei Gänge mehr in meinem Getriebe. Der hat's nötig, oder so. Und ich bin in meinem vierten Gang gefahren, gibt aber sechs Gänge, komisch, was ist hier los? Heißt mit anderen Worten, die Welt ändert sich dermaßen extrem, wenn ich mir überlege, was wir in den letzten 3, 4, 5 Jahren für Veränderungen hier in Deutschland haben. Auch nehmen wir nur mal Corona mit dem Effekt, so einen Katalysator-Effekt gehabt zu haben für das Thema Digitalisierung. Wenn wir Corona nicht gehabt hätten, würden wir heute Teams und Zoom nicht kennen. Würde das wahrscheinlich nicht so, sagen wir mal, Teil des Tagesgeschäftes gewesen sein. Dann können wir einfach nicht sagen, das machen wir so, weil wir das schon seit 10 Jahren so machen. Das wäre also sich diesen neuen Technologien verschließt, der wird den Anschluss verpassen an das, was kommt. Lass uns mal abschließend nochmal in dein Geschäft genauer reinschauen. Du bist jetzt, ja, ich will ja fast sagen, eine graue Eminenz am Markt. Ja. Also du machst, naja, ich sag mal, wenn ich auf drei auf dem Baum bin, das nennt sich ja schon Coach, ja, aber du machst das ja schon fast 40 Jahre, also 35 Jahre, hast mal in deinen KPIs mal nachgeschaut, in deinen Kennzahlen 800.000 Teilnehmer, 3.700 Vorträge, 750 Presseartikel, 3,2 Milliarden Euro Umsatz mit zwei Unternehmen, das sind ja schon ein paar Hausnummern. Ja. Wie hast du es geschafft, ja, dass du auch vor allen Dingen in deinem eigenen Unternehmen genau diese Transformation hinbekommen hast? Du kennst ja der Prophet, der im Zweifelsfall im eigenen Land nichts wert ist. War ja auch da. Wir sind mitten im Prozess. Ich habe einen Geschäftsführer eingestellt, der auch beteiligt ist. Und wir sind dabei, das Unternehmen so aufzustellen, dass das auch sozusagen, dass ich ein Stück entbehrlicher werde. Das ist in einem persönlichen Unternehmen, in einem personenmarkenbezogenen Unternehmen eben schwierig. Aber es hat ja ein Jochen Schweizer geschafft, ein Roland Berger und ein Hermann Simon haben das auch hingekriegt, dass die Personenmarken so aufgebaut haben und die Beratungsunternehmen oder was immer dahinter steckt, so verselbstständigt haben durch Methoden, dass der Gründer irgendwann auch nicht mehr zwangsläufig gebraucht wird. Sind wir mittendrin? Kann ich jetzt noch nicht sagen, dass wir das geschafft hätten. Das wäre einfach unwahr. Nur wir sind gut dabei. Und wir haben natürlich durch die Corona-Pandemie auch Geschäft verloren. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben die Substanz ein Stück gelassen. Wir haben teilweise unsere Philosophie verändern müssen, anpassen müssen an die Situation.
Heute kann ich sagen, wir sind zwar noch nicht auf der anderen Seite des Flusses angekommen, aber ich kann das Ufer sehen. Und gut, dass es so war, denn wir würden nicht so online stark sein, würde es dann 2020 diese Corona-Zeit nicht gegeben haben. Kurzum, ich gucke, dass ich so gut es geht mit den 40 Kollegen, die wir haben, daran arbeite, entbehrlicher zu werden. Ist das auch ein Prinzip, dass die Führungskraft lernen muss, eigentlich nicht im Weg zu stehen? Ja, loszulassen. Ja, und das ist nicht einfach. Wenn du das Unternehmen selbst gegründet hast, dann steckst du mit jeder Ganglie da drin. Und wer sehr verliebt ist in das, was er tut, der hat natürlich Entzugserscheinungen, wenn er nicht mehr lieben darf. Das ist ja wie überall im Leben. Das finde ich auch ganz legitim, wenn du total überzeugt bist und identifiziert bist mit dem, was du machst. Und es geht irgendwie jetzt zu Ende, es kommt was Neues. Dann darf es auch eine Phase geben, sagen wir mal, der Reflexion und wo du das ein Stück aus deinem Körper rauskriegst. Lass uns abschließend vielleicht ein Fazit ziehen. Ja? Welchen Tipp gibst du den Führungskräften mit und auch den Mitarbeitern? Vielleicht muss man auch überhaupt mal damit aufräumen, dass es da Führungskräfte und da Mitarbeiter gibt, weil du kannst ja auch als Mitarbeiter eine Führungskraft zum Beispiel in einem Projektteam sein. Gibt es da so ein ultimatives Fazit, vielleicht auch was Motivierendes und Inspirierendes, was wir auch in diesen Zeiten einfach brauchen können? Spontan sage ich, verlieb dich in das, was du erreichen willst. Wer sich verliebt in das, was er erreichen will, dem schiebt sich der Weg unter die Füße. Du wirst da automatisch beflügelter sein. Du wirst mit Widerständen besser umgehen können und es wird sich der Weg schon zeigen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Andreas Buhr. Danke für die Einladung, Rolf. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier beim Chefstar. Es würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben und auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.